So, willkommen zurück zu Life Goes On. Ich habe ein bisschen an den Aufnahmeeinstellungen rumgespielt. Und ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt problemlos weiterhin funktionieren wird. Ich habe keine Ahnung, was da genau los war. Ich schätze mal, die Aufnahme hat zu viel CPU gefressen. Was aber irgendwie seltsam war in den Positionen, wo das passiert. Was zur Hölle tue ich hier? Der muss einmal auf diesen Schalter drauf. So ungefähr. Damit ich hier durch kann. Und dann brauche ich hier... Nein. Ich glaube, ich brauche hier... Sonst wäre das hier ja nicht, ne? Den brauche ich. Dann... Hep. Hey! Nein! Ich will damit rüber. Ah, verdammt. Okay, machen wir das mal so. Das kann ruhig offen bleiben. Was ich nicht brauche. Ist einfach nur genug Schwung. Und dann kann ich mir ja holen, indem ich es hochschiebe. Dann hüpfe ich. Ach, die Blöcke sind ja noch da unten. Kann ich da vielleicht einen Turm bauen und hochklettern? Das wäre großartig. Na. Ja, das hat geklappt. Okay. Puh, Glück gehabt. Das Monster schaffe ich jetzt allerdings leider nicht. Da fehlen mir dann noch einige Blöcke zu. So. Ich muss da, glaube ich, erstmal für später mich elektrifizieren, damit ich danach durch das Feuer durchkomme. Dann, ne? Wie komme ich da durch? Da unten? Oder muss ich da vielleicht einfach nur den Block durchschieben und dann fällt der Ritter auf einen Schalter. Negativ. Ach so, nö, klar, hier oben geht's weiter. Ich Idiot. Natürlich. Das wäre ja zu schwierig gewesen. Also, das war zu einfach quasi. Würde ich damit sagen. So, einmal oben drauf. Und dann ins Nichts surfen auf einem Eisblock. Wahnsinn, was ein cooler Level. Bis zum nächsten Level. Sehr schön. Aber da merkt man halt leider bei diesem Spiel, es ist sehr physiklastig und meine CPU ist echt nicht die beste. Vielleicht müsste ich mir doch mal einen besseren Computer kaufen. Learning to Fly heißt dieser Level. Und hier werde ich elektrisiert. Ah, und dann kann ich darauf springen, okay. What? Peter? Was macht Peter denn hier? Also... Ne, Peter? Dafür. Ihr wisst, was ich meine? Peter? Kennt man, oder? Von, hier. Bottle. Na! Ups. You know we had to. Was unlocked. Okay, ich muss da, nicht rein, sondern. Ich muss hier rüber. Also, Peter heißt das, weil. In einem anderen Let's Play von zwei großartigen Menschen von Portal 2 diese Dinger Peter genannt werden. Na, jetzt komm schon! Das muss doch... Hep! Ah, noch ein bisschen später, ne? Ich muss da quasi hier... Genau, da muss ich springen. Sehr gut. Wahnsinn, ey. Ein Peter, der ist neu. Was gibt's denn hier unten? Ah, den Tod. Nein, hier unten meine ich. Da. Ah, den Tod. Na gut. Ups. Ich glaube, Zwergesel kriegt ja noch seine Dingens, seine ganz vielen Toten. Und ich finde es so süß, wie der Ritter dann so rumhampelt in der Schwerelosigkeit, weil er einfach nicht weiß, was mit ihm passiert. Das ist so großartig. Ja. Und tot. Vor allem tot. Jetzt. Die Physik. Ach, wie schön. So, wie viele Tote gibt das? Nur 9. Ja, ich guck mal, im nächsten Level mit Feuer werde ich mal ganz viele töten. Ja, siehst du hier zum Beispiel. 1, 2, 3, 4. Wie viele hatten wir bisher maximal? Ich glaube 13.
mal, ist es jetzt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 40 und 42. Ja, 42, das soll erstmal genügen. Ich denke, ich werde hier noch ein paar Mal sterben im Level selbst. Ich hätte vielleicht da drüben den Schalter... Ach nee, den muss ich drücken. Okay, den muss ich drücken. Ich sehe. Wow, das ist ja großartig. Okay. Siehst du? Nummer 43. So, wie komme ich jetzt darunter zu dem Monster? Ich will erstmal zu dem Monster. Erstmal das Wichtigste, ne? Erstmal das Wichtige zuerst. Nein, 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 nicht damit. Nein, ich sagte nicht damit. Hep! Das hätte fast geklappt. Na komm, das schaffen wir auch so. Okay, das schaffen wir vielleicht doch nicht so. Na gut. Dann machen wir das mal so. Ja, also das funktioniert ja einwandfrei. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da runter zu dem Monster? Also der Block darf nicht zu schnell fahren, sonst fliegt er zu weit weg. So vielleicht? Hep. Und nein, nein, ich darf da nicht nochmal springen. Tja, dann fällt mir das auch nicht ein. Gut, aber ich kann ja... Nee, kann ich nicht. Hä? Kann ich nicht? Okay, wie kann ich das... Na, komm schon. Hä? Wie komme ich denn... Ach, komm schon! Ich war schon wieder auf dem Weg nach unten. Okay, ich komme da nicht rein. Wie komme ich da rüber? Ich denke mal, ich muss... das so tun, oder? Boah, zieht das schnell hoch? Hey! Wie komme ich darüber? Wie komme ich da wieder zurück? Gut, ich hole nochmal Schwung. Und dann versau ich's. So, nochmal. Schwung holen. Draufhüpfen. Und rüber. Gut. Klappt doch. So. Jetzt wird natürlich immer noch die Frage, wie komme ich zum Monster? Vielleicht kann ich diesen Block dafür hier verwenden. Kriege ich den wieder raus? Nee, kriege ich nicht. Na gut, dann muss das Monster hier leider leer ausgehen. Ab zum nächsten Level. So, 65 Tote. Jetzt, Zwergesel, siehst du mal, was du angerichtet hast. Hat man leider nicht so richtig gesehen. Aber es war ein großer Haufen. Okay. Was tue ich damit? Damit mache ich den Peter von links nach rechts an. Da unten ist ein Monster, von dem ich gefressen werden möchte. Da komme ich aber nicht hin. Ups. Ich will da hoch. Oh, ich sehe gerade da oben. Ja, das hat super geklappt. Was ich will, ist das hier. Oder? Ich glaube schon. Gut. Ich schaue jetzt mal hier oben, was es hier noch so gibt. Wo kommt der da jetzt bitte her? Hä? Ach so. Das soll einfach hier so ein Ding sein, ne? Okay. Ich kann hier das Feuer ausmachen. Welcher Ritter ist das denn bitte? Den kenne ich ja gar nicht. Das war ja gar nicht ich. Das ist ja mal voll daneben, dass er hier tot ist. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. So, kann ich ihn wenigstens erlösen, indem ich ihn ins Feuer schubse? Nein, leider nicht. Na gut. Ich hab's versucht. Gut, was muss ich hier tun? Ich muss den Schalter da oben drücken. Soweit war ich ja schon. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ah, ich glaube, ich kann
hier so ein bisschen Schwung holen. Ah, natürlich, natürlich. Ich muss da gar nicht selber hoch. Ich hole da einfach nur Schwung. Siehst du? Funktioniert doch einwandfrei. Problem gelöst. Leider war ich nicht beim Monster, mal wieder. Und nur 4 Tote. Bisschen wenig. Aber gut, was soll's. Ich muss ja nicht sterben, ich muss ja durchkommen. Hui, das sieht doch nach einem etwas größeren Level aus. Okay, da komme ich schon mal nicht hoch. Aber ich kann das hier tun. Ah, und dann kann ich hier ein bisschen höher springen. Okay. Komme ich denn dann auch da außen hoch? Ist da oben das Monster? Nein. Okay. Ist das Monster vielleicht da unten? Nein. Okay. Ich kann in der Luft laufen. Wie gut. Leider komme ich dann auch nicht wirklich hoch. Ich kann aber den hier machen. Genau. Dann komme ich aber leider immer noch nicht hoch. Das heißt, ich muss wohl sowas hier tun, hä? Ja, oh wie gut. Oh wie gut. Auf den Leichen meiner Kumpanen mal wieder. Wow. Monster, ich sehe dich. Also ich hätte ja jetzt gedacht, dass ich da in der Mitte hin kann. Um ehrlich zu sein. Hätte ich das so... nein. Nein. Pass auf. Wir müssen hier springen. So nämlich. Und dann hier springen. Nein. Nochmal. Ich will zum Monster. Eps. Geht doch. Hehe. Sehr schön. Das hat nicht funktioniert. Ah, wow. Das ist ja ein Riesensprung. Ich dachte, der Sprung wäre irgendwie ein bisschen kleiner. Und hab deswegen gegengelenkt. Ja, das kann aus, ne? Aber wie komme ich da denn hoch? Kann ich denn gegen das Kraftfeld springen? Nein. Verstehe. Deswegen kann ich hier diesen netten kleinen Eisblock hier. Na, so viel dazu. Ich kann aber auch Folgendes tun. Ich kann mir ja so eine Straße bauen. Ne? So, zack. Und durch. Das war ja einfach. So. Sind wir hier? Okay. Okay. Ah, hier ist schon ein bisschen. Ist das immer so, dass da so ein bisschen Staub mit kommt, wenn ich springe? Ja. Okay. Ah, kapiert. Ich brauche da drüben auch nochmal einen Eisblock. Mindestens einen, jedenfalls. Nein! Nein! Verdammt, wie komme ich da jetzt rüber, ohne selber zu Eis zu werden? Ja, okay, das geht gerade so. Okay, hui. Da habe ich eine Weile gebraucht. Aber ja, natürlich, klar. Ich muss da einfach auf den Block hoch. Klar, natürlich. Ist das schön? Kann ich den jetzt irgendwie noch anregen? So zu Schwingungen und so? Der alte Physiker hier. Hep und hep und hep. Ja, okay. Macht Spaß, macht Spaß. Gut, ich würde mal sagen, das war genug für heute. Diesmal hoffentlich auch wieder ohne Soundprobleme. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe die Zahl der Threads für die Video... Aufnahme reduziert. Ich hoffe mal, jetzt wird das Video nicht mehr ruckeln dafür. Ja, schauen wir mal. Ich gucke es mir mal an und dann entscheide ich, ob ich es hochlade, neu aufnehme. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.